Die zu Beginn dieser Börsenwoche veröffentlichten Konjunkturdaten sind durchwachsen ausgefallen. Der Einkaufsmanager-Index von amtlicher Seite für China hatte enttäuscht. Allerdings der ISM-Einkaufsmanager-Index für die Vereinigten Staaten von Amerika ist wenigstens wieder über die 50-Punkte-Marke geklettert, die ja Wachstum anzeigt. Und jetzt schauen wir natürlich darauf, was am Dienstag auf dem Programm steht. Und da geht es schon um 11 Uhr mit den wesentlichsten Daten los. Aus Europa kommen hier die Erzeugerpreise für den Monat Mai. Hier rechnet man immer noch mit einem leichten Rückgang jetzt von 0,2% gegenüber dem Vormonat. Zuletzt waren die Erzeugerpreise sogar um 0,6% gefallen. Also Inflationsgefahren sind dies zumindest jetzt hier nicht, wenn man sich diese Zahlen anschaut. Dann schauen wir in die Vereinigten Staaten von Amerika. Da geht es um 15 Uhr mit dem Zahlenreigen los. Hier die Redbook Einzelhandelsumsätze. Und dabei muss man festhalten, dass diese wöchentlich ermittelt werden und die Daten bis zum vorangegangenen Sonntag gesammelt werden. Die Wachstumsquote, die hierbei gemessen wird, sind die wöchentlichen Umsätze einer Gruppe von etwa 9000 Kaufhausunternehmen. Um 16 Uhr haben die Börsianer mehrere Daten gleichzeitig zu verarbeiten. Da stehen dann zum Beispiel die Auftragseingänge aus der Industrie für den Monat Mai auf dem Programm. Hier rechnet man mit einem leichten Zuwachs. Und ebenfalls um 16 Uhr der IBD-Tipp, Verbrauchervertrauensindex. Hier rechnet man mit einem Stand von 49,3 Punkten. Bei einem Stand von mehr als 50 Punkten würde hier eine optimistische Haltung der befragten Verbraucher angezeigt werden. Es sind rund 900, die hier also befragt werden. Dieser Index gilt als wichtiger Indikator für das vom Conference Board und auf der anderen Seite auch von der Uni Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen.